Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, da viele Menschen im Sinn dieser Welt prahlen, will auch ich einmal prahlen. Womit aber jemand prahlt, ich rede jetzt erst nah, damit kann auch ich prahlen. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Sie sind Diener Christi. Jetzt rede ich ganz unvernünftig. Ich noch mehr. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde? Wenn schon geprahlt sein muss, will ich mit meiner Schwachheit prahlen. Ich finde das eine sehr spannende Stelle, die Paulus dann die Korinther schreibt. Und ich habe als erstes über dieses Wort, was er verwendet, nachgedacht, das Wort prahlen. Und habe dann gegoogelt, was da als Definition vorkommt. Und habe gefunden, als allererstes, mit übertriebenem Stolz etwas erzählen. Aber es kann auch heißen, sich übermäßig oder hervorhebend rühmen. Und Synonyme sind angeben oder sich in den Vordergrund schieben. Und habe mich dann gefragt, ob Paulus das hier wirklich wollte. Er schreibt ja, die anderen prahlen und jetzt prahlt auch er einmal. Also wahrscheinlich ist das etwas, was er selbst nicht tun würde, wenn nicht die anderen das so oft tun würden. Und jetzt prahlt eben auch er einmal. Und zwar prahlt er mit seiner Schwachheit. Ich habe mich dann als nächstes gefragt, ob er denn jammern wollen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass er einer ist, der das eigentlich eher zurückhält. Und wahrscheinlich ist das, was er sagt, hier wichtig. Und ich habe auch gelesen, wir können hier recht viel aus seiner Biografie herauslesen. Aber abgesehen davon glaube ich, dass ihm hier zwei Dinge wichtig geworden sind. Das eine ist, dass er schreibt, er ist Hebräer, Israelit, Nachkomme Abrahams und Diener Christi. Also der Grund, warum er das macht, ist, dass er Diener Christi ist. Und ich glaube, dass Christus ihm auch die Kraft gibt, all das, was er hier aufzählt, auszuhalten. Und dass letztlich nicht der Erfolg entscheidend ist, sondern eben seine Bereitschaft, Christus zu dienen, seine Bereitschaft, Christus nachzufolgen, auch wenn er all das erlebt. Und ich denke, Gott wird nicht schicken, was er nicht aushalten kann. Und ich glaube, das gilt auch für uns, dass Gott uns nicht
schickt, was wir nicht tragen könnten, auch wenn es nicht immer leicht ist, weil Gott uns eben die Kraft gibt, das auch auszuhalten. Und der zweite Punkt, der mir hier auch wichtig geworden ist, durch all das, was Paulus erlebt, gewinnt er wahrscheinlich mehr Weitblick. Also er lernt besser nachzuvollziehen, was andere auch erleben, wenn sie prahlen oder wenn sie jammern. Und so kann er mit ihnen vielleicht eher solidarisch sein, weil er sie besser versteht, weil er das eben auch selber auf seinem eigenen Leib erlebt hat. Ja, und das ist auch das, was ich uns weitergeben möchte, das Vertrauen, dass Gott uns nur das schickt, was wir auch tragen können, dass wir eben diese Bereitschaft haben zum Dienst, egal was da daherkommt, und dass wir viel Weitblick gewinnen.